Leuteübersicht. Ja, Kitty hat richtige Probleme. Channel switched. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Wir haben welch ein technologischer Fortschritt. Oder ja, Durchbruch. Es ist eigentlich extrem peinlich, dass wir so lange gebraucht haben, um von den Bildern wegzukommen. Aber teilweise dauert es ein bisschen länger. Ich muss euch jetzt fragen, wie konntet ihr den Chat in der rechten oberen Ecke bedienen? Mit Bildern. Mit teilweise sehr interessanten Bildern. Ja, sehr praktisch. Microsoft kommt einem da entgegen. Es gibt Schriftarten, die bestehen nur aus Bildern. Ja, bei mir wurde alles in Wingdings angezeigt. Ich habe mich jetzt, ich schlage noch kurz die Botschaft vor. Ich habe generell mal noch geguckt bei mir. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Okay. Lege ich richtig in der Annahme, dass Amerika zwischen uns beiden, nicht direkt zwischen uns beiden. Amerika ist leicht südöstlich von mir. Ach so, okay, also doch auf der Insel, auf der ich gerade unterwegs bin, vermutlich. Genau. Und okay. Mir ist aufgefallen, die USA ist sehr, leider sehr, sehr, sehr rückständig im Moment. Sowohl technisch als auch, gut, militärisch kann ich nicht sagen, aber meine Stadt Osininka grenzt direkt an New York und wächst um ein Vielfaches schneller. Und ich, so wie ich das mitbekommen habe, leidet die USA auch unter extremen Schulden. Okay, das ist wohl vermutlich auf mangelnde Spielerfahrung zurückzuführen. Das ist schade. Das erklärt aber auch den Spielstand. Ja. Das erklärt auch den Spielstand. Ja, absolut. Also, wenn ich mir so die Diplomatieübersicht ansehe, tut es sehr, sehr weh. Also ich tendiere dazu, nachher Entwicklungshilfe zu leisten. Wir haben die Möglichkeit, falls es dann in den nächsten Runden dazu kommt, den Weltkongress zu gründen, gibt es die Resolution, Gelehrte vor Ort zu schicken, um genau diese Entwicklungshilfe eben zu betreiben. Ah, ich verstehe. Das ist sehr praktisch dahingehend, dass Technologien, die bereits von anderen erforscht wurden, weitaus schneller erforscht werden. Und ich denke, das könnte diesen Rückstand ein bisschen minimieren. Dies ist der Fall. Natürlich habe ich mir auch überlegt, ob es nicht einfach schmerzloser wäre, die USA von ihrem Leid zu erlösen. Aber ich bin eigentlich kein gewalttätiges Volk. Oh, das hier schmeckt mir gerade nicht. Das Orakel. Das ist das Problem. Ja, das hätte noch 7 Runden gebraucht auf meiner Heimat. Ah, dies tut weh, dies tut wirklich weh. Nun gut. Gut, ich ziehe bereits wieder weiter, aber ich fürchte, den lieben Äthiopiern wird bald Einhalt geboten werden müssen. Oh ja, wenn man so auf die Punktzahl schielt. Nicht nur auf die Punktzahl, sondern auch auf die Entwicklung. Das Orakel, die große Bibliothek, das wird langsam gefährlich. Ich muss darauf hinarbeiten, dass meine Truppen wassern können. Oh ja, das wäre auf jeden Fall ein nützlicher Weg auf Zwecke der Kriegsführung. Ja, es ist halt sehr schwierig jetzt schon Leute zu fokussieren und mit Krieg quasi zu drohen. Dafür ist es noch ein wenig früh. Dies absolut. Aber muss ich ja alle Optionen offen halten. Ja, das hätte ich auf jeden Fall auch gesagt. Gut. Okay. Ich gehe zurück zu meinen Truppen. Vielleicht kann ich ja bei der USA noch ein bisschen aushelfen. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Okay. Ich danke für Ihr Aufgebot. Ich danke ebenfalls. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Channel switched. Okay, also die USA hat jetzt richtig Probleme. Also es ist mir jetzt... Kitty hat da richtig, richtig, richtig Probleme. Und was Kitty aber auch hat, wenn ich dann nachher dran bin, Kitty hat Edelsteine gefunden. Und Edelsteine finde ich lecker. Die machen mich nämlich glücklich. Vorausgesetzt natürlich,
Vorausgesetzt natürlich. Ach nee, Krabben. Wer will Krabben? Ich habe leider nichts wirklich Brauchbares, um es mit ihr zu tauschen für die Krabben. Plus niemand hier will Krabben. Also Osininka will Elfenbein. Die Leute in Onondaga bepissen sich noch für die nächsten 13 Tage, also die sind komplett happy. Jana, ist das aufgefallen? Okay, ist sowas von offensichtlich, dass China und Jana gerade ein Bündnis eingegangen sind. Anantanarivo will mit mir eine Straße bauen. Okay, Kitty will das ja stoppen. Ah, shit. Und Pause. Also, wenn die Wasser wegstellen gehen, gehe ich auch wegstellen. Also, wir sind jetzt schon mal ein bisschen weiter. Das ist jetzt ein Klassiker. Das ist jetzt sowas von ein Klassiker. Ohne das jetzt böse zu meinen. Aber
Als wir das Spiel angefangen haben, war eine der Regeln ganz klar, wir können erst Bündnisse eingehen, wenn wir es in-game sowieso können. Ich denke, der liebe Jana hat das einfach vergessen. Aber es war so klar, dass China und Jana eigentlich hier zusammenarbeiten. Das heißt, für mich hat sich's eh geklärt, ich muss mich mit E-Gaming verbinden, weil er ist der Einzige, der da oben noch halbwegs mithält, es sei denn, er würde sich mit OSLP verbinden. Ich sehe, das ist so ein Durcheinander hier. Ja, und der Chana ist mit der Kitty noch am diskutieren. Oh, und der Chana ist wieder in seinem Raum. Ich glaube, wir können weitermachen. Ich hatte die Befürchtung, wenn jetzt wirklich die Bündnisse eingegangen werden, dann gibt es ein richtiges Durcheinander. Da muss ich mir nämlich zum Beispiel überlegen, die Verträge, die ich mit China am Laufen habe, ob ich die eventuell kippen sollte, um ihn ein wenig zu schwächen. So klar. Große Reich der Griechen hat sich mit dem weisen Volk der Äthiopier zusammengesetzt und für ein Bündnis der Kraft der Wissenschaft eingesetzt. Dieser Einsatz sollte belohnen, ein Volksbündnis wurde er schatten. Sollte wohl erschaffen heißen. Das
Scheiße, jetzt muss ich gucken. Weil jetzt muss ich wirklich gucken, was habe ich an offenen Verträgen mit China. Wirtschaftsübersicht. Ressourcen und Zufriedenheit. Importierte Ressourcen. Ich kriege Pelze von China. Und Gewürze von... Gut. Was kann mir Kitty anbieten? Krabben. Gut. Ich denke, ich weiß, was ich tun werde. Channel switched. Seid gegrüßt. Ihr ebenfalls. Ich konnte nicht umhin sehen, dass wir beide eigentlich schon längere Zeit Nachbarn sind und trotzdem noch nie unsere Botschaften ausgetauscht haben. Ja, Plus das ist richtig. mein Augenmerk ist darauf gefallen, dass ihr über Krabben verfügt. Ja. Und ich wollte fragen, ob ich euch welche abkaufen könnte. Ja, das dürfte möglich sein. Ich könnte euch im Gegenzug Gold oder Kakao anbieten. Ich würde das Gold bevorzugen. Das Gold bevorzugen, gut. Ja. Stichwort Gold, dies ist ein gutes Stichwort. Ich kam nicht umhin zu sehen, dass ihr doch starke Schulden habt. Ja, das ist richtig. Deswegen, es ist nicht viel, aber ich könnte euch noch als Ausgleich zumindest ein Gold pro Runde als kleinen Bonus anbieten. Es wird nicht viel helfen, aber als Nachbar muss man doch zueinander halten. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Und der Vorschlag sollte von meinen Händlern eingetroffen sein. Achso, jetzt einfach annehmen dann, ne? Genau, ja. Okay. Sehr gut, dann freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit und ich muss mich bereits wieder um mein Volk kümmern. Denen ist gerade aufgefallen, dass das Gold weg ist. Oha, Mensch, das ist nicht gut. Aber dafür machen sie sich bereits über die Muscheln her. Über die Krabben her, meine ich natürlich. Sehr schön. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Channel switched.